Es ist das Kulturereignis. Die Berlinale lockt die Filmwelt in die Hauptstadt. Auch 2011 sind die internationalen Filmfestspiele Berlin politisch wach und engagiert. Der Auftakt war geprägt durch Solidarität zu Jurymitglied Jafar Panahi, der im Iran wegen seiner Filme zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und bei der Eröffnung fehlte. Für uns ist diese Berlinale etwas ganz Besonderes. Es ist die 100. Ausgabe von Kino. Und damit herzlich willkommen zu unserem Berlinale Special. Das Festival ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Unzählige Sektionen und mehr als 380 Filme. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Unser Reporter Oliver Glasenapp hat sich in den Berlinale-Dschungel gestürzt. Hier sind seine Entdeckungen. Wo auch immer ich mir einen Berlinale-Film ansehen will, es lohnt sich, früh da zu sein. Berlinale bedeutet lange Schlangen und krachenvolle Kinos. Meine erste Entdeckung: drei der wichtigsten deutschen Regisseure bei einem gemeinsamen Projekt. Erzählt wird die Geschichte eines entflohenen Frauenmörders aus drei Perspektiven. Drei Regisseure, drei Filme, 4,5 Stunden. Der Berlinale-Marathon beginnt. Und für die Filmemacher war es auch eine besondere Erfahrung. Für mich ist es verblüffend, wie verschieden wir sind. Obwohl wir das ja natürlich wussten auf eine Art, dachten wir doch, oder dachte ich irgendwie unwillkürlich, die Filme würden näher aneinander sein, stilistisch jetzt. Obwohl wir nichts dergleichen angestrebt haben. Und jetzt das zu sehen, war für mich doch ein Schock, in positivem Sinne, wie sehr sich da einfach Charaktere ausprägen und bei sich bleiben. Berlinale heißt auch Partymarathon. Jeden Abend, wenn man will. Eine Party, auf die alle gehen, findet im Hotel Ritz-Carlton statt. Ein Highlight ist natürlich hier der Medienbordempfang. Immer, alle Jahre wieder. Warum? Weil das Medienbord Berlin-Brandenburg natürlich viele Kinofilme mitfinanziert, glaube ich, auch in Fernsehproduktionen mit drinsteckt und sich hier alle Leute treffen, die man gern auch trifft und ja, so alle zusammenwürfelt, alle Filmschaffenden. Ja, es sind wirklich alle da. Aber wie soll man in dem Gewühl den finden, den man gerade sucht, frage ich mich. Mir hat jemand gesagt, Andreas Dresen ist da. Dann bin ich einfach mal so 50 Meter gelaufen und habe gesagt, so jetzt begrüße ich den mal. Weil das natürlich schon viel ödes Gewäsch ist auch, was man sich die ganze Zeit da anhören muss. Und dann denkt man manchmal, das muss ich aber einen wenigstens noch irgendwie sehen, mit dem ich jetzt mal Bock habe, mal 10 Minuten zu plaudern. Und ich habe jetzt wieder Bock auf Kino. Junges Kino. Schrill, unkonventionell. Seit 10 Jahren gibt es die Sektion Perspektive deutsches Kino. Hier werde ich fündig. Barbie, Barbie, in meiner Hand. Bist du die Schönste im ganzen Land? Mit ihrem neuen Film taucht die Comiczeichnerin Siska Riemann in die Gefühlswelt zweier Teenager ein. Deren Träume visualisiert als Videoclip. Hab viel zu lang mit dir gespielt. Ich bin kein Puppchen, das sich ziert. Auch mit Animationen gestaltet Siska Riemann ihre Geschichte. Sie schert sich nicht um Formate. Das macht ihren Film anders, besonders und abseits des Mainstreams sehenswert. Auf den nächsten Film habe ich mich besonders gefreut. Eine Wiederentdeckung. Taxi Driver mit einem Drehbuch, das Filmgeschichte schrieb. Wenn es dunkel wird, taucht das Gesindel auf. Huren, Betrüger, Amateurnutten, Sodomiten, Trien, Schwuchteln, Drogensüchtige, Fixer, kaputte Siffkranke. Ich hoffe, eines Tages wird ein großer Regen diesen ganzen Abschaum von der Straße spülen. Die Gedanken des Einzelgängers Travis Bickle. Robert De Niro als Vietnam-Heimkehrer. Er bringt den Krieg mit nach Hause in sein New York. Die Berlinale präsentiert diesen Meilenstein aufwendig digital restauriert. Auch der europäische Filmmarkt gehört zur Berlinale.
Hier werden ebenfalls viele Filme geschaut, aber vor allem gehandelt. Mich interessieren die Filmprojekte der Zukunft. Was macht nach dem Aufstand das ägyptische Kino? Welche Auswirkungen wird der politische Wechsel auf die Filmindustrie haben in dem größten arabischen Land? Viele ägyptische Regisseure waren während des Aufstands auf dem Tahrirplatz und sie waren direkt in die Geschehnisse verwickelt. Vielleicht waren sie aber nicht emotional in der Lage, all das auch mit der Kamera einzufangen. Doch andere haben das getan und ich denke, dass wir eine Menge Material haben, das wir später für Filme verwenden können. Wer weiß, vielleicht sehe ich ja schon nächstes Jahr auf der Berlinale einen Film über die Revolution in Ägypten. Dieses Festival ist politisch, immer. Dieses Jahr hat es auch einen Politaktivisten aus den USA eingeladen, den viele nur als Sänger und Schauspieler kennen. Die Berlinale ehrt Harry Belafonte. Er bekommt die Berlinale-Kamera von Festivaldirektor Dieter Koslik. Der Dokumentarfilm Sing Your Song, ein weiteres Highlight dieser Berlinale. Er zeigt, wie aus dem Calypso-Sänger ein Mann wurde, dessen Wut ständig gewachsen ist. Wut über die Missstände und Kriege in dieser Welt. What do you want? The world is in need of hope. The world is in need of vision. And those of us who have a little sight left like to give as much vision as we can. Every day. I knew you was coming. Every day. Die Berlinale, wie immer ein Marathon, von dem ich mich jetzt erstmal erholen muss. Auf dem roten Teppich haben sehr viele deutsche Filme ihren großen Auftritt im Wettbewerb. Zwei Filme beschäftigen sich auf sehr unterschiedliche Art mit der deutschen Geschichte. Der eine mit der Vorgeschichte des deutschen Terrorismus in den 60er Jahren, der andere wirft einen sehr ungewöhnlichen Blick auf die Nazi-Zeit. Regisseur Wolfgang Murnberger und seinem Team war die Aufmerksamkeit sicher. Diesmal kam er mit einer komödiantischen Farce, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielt. 1942. Ein Flugzeug der deutschen SS wird abgeschossen. Nur zwei Menschen überleben. Ein SS-Offizier und ein Jude. Die beiden waren früher Jugendfreunde. Ich kann nicht auftreten. Hält auch nicht mehr aus als unser eins und Herrenmenschenkörper, hm? Rollentausch. Der KZ-Häftling schlüpft in die Rolle des SS-Manns. Machtverhältnisse kehren sich um. Ein Nazi-Film als Verwechslungskomödie. Geht das? Entweder ich erzähle eine reale Geschichte einer Figur, oder ich mache eine Komödie und dann darf auch alles fiktiv sein. Dann darf man es auch zuspitzen und dann kann man sich eben auch solche Sachen erlauben, wie das in einer Geschichte sich ausgeht, dass ein KZ-Häftling in eine SS-Uniform schlüpft und ein SS-Offizier plötzlich in der KZ-Uniform landet. Standartenführer Neutner ist gefallen. Vom Himmel gefallen. Flugzeug tot. Nur ich und der Jude konnten sich retten. Tolle Leistung aus der Kiste, um rauszukommen, Hauptstammführer. Vielen Dank. Der Hauptstammführer bin ich. Siehst du, Jude? Der Führer lässt seine Männer nicht im Stich. Er ist nicht ich. Eine Komödie vor ernstem Hintergrund und ein entscheidender Perspektivwechsel. Diesmal ist der Jude kein Opfer, sondern ein Kämpfer. Es geht darum, dass einmal ein Jude in einer fiktiven Geschichte in dieser Zeit ein Held sein darf, der die Nazis an der Nase herumführt. Und das war dann für mich eigentlich dann so die Überlegung, wo ich mir gedacht habe, ja, also mit diesem Ansatz muss es doch möglich sein, diesen Film zu machen, vor allem wenn ein jüdischer Drehbuchautor diese Geschichte geschrieben hat. Nach dem Drehbuch von Paul Henge erzählt Nürnberger auch die Liebesgeschichte der beiden Kontrahenten zu einer Frau. Erzählt von Kunstdiebstahl und Korrumpierbarkeit.
Dass der Film nie in die Klamotte abgleitet, liegt am realistischen Spiel der beiden Hauptdarsteller. Eine Komödie über die Nazizeit. Das funktioniert. Beide behaupten, Hauptsturmführer Smekal zu sein. Victor, sei vernünftig. Es gibt tausend Kleinigkeiten, du wirst dich verraten. Heidi, klar. Und noch ein Werk, das sich mit deutscher Geschichte auseinandersetzt. Regisseur Andres Feil forscht in seinem ersten Spielfilm nach den Ursachen des deutschen Terrorismus. Bereits als Dokumentarfilmer hat er sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Feil geht zurück in die Anfänge, die 60er. Die Studentin Gudrun Enzlin und den angehenden Verleger Bernward Vesper zieht es in das politisch brodelnde Berlin. Damit wir uns gleich recht verstehen, wenn Sie hier in wilder Ehe leben und ich lasse das zu, mache ich mich strafbar. Das wird es bei uns nicht geben. Ganz bestimmt nicht. Feil interessieren vor allem die Widersprüche in den Biografien der späteren Terroristen. Du musst etwas tun für uns. Das muss man unbedingt neu herausbringen. Einerseits verlegt Vesper gemeinsam mit Gudrun das Werk seines Vaters, eines Nazi-Dichters. Andererseits kämpfen sie gegen die reaktionäre Nachkriegspolitik und fordern den Umsturz der Gesellschaft. Dinge, die einfach nicht zusammengehen. Und das fand ich für mich interessant, dass eben Geschichte, wenn man ein bisschen nachforscht, eben nicht in geradlinigen Erzählformen abläuft, sondern in Widersprüchen, die sich so verkannten, so schmerzhaft verkannten, dass man eigentlich sagt, das kann doch nicht gleichzeitig passiert sein. Ich komme gerade aus dem Knast, verstehst du? Der Film beschreibt den Weg in die Radikalisierung. Die Spielhandlung verknüpft Feil immer wieder mit Dokumentarfilmmaterial aus der Zeit. Schwer verletzt und ein Toter. Als Gudrun Enzlin den Politprovokateur Andreas Bader kennenlernt, beginnt die Zeit der kompromisslosen Aktionen. Die beiden werden nicht nur ein Paar, sondern bilden in ihrem bedingungslosen Fanatismus die Keimzelle der Roten Armee-Fraktion. Geht doch rüber! Ab über die Mauer mit euch! Feil schildert auch die schmerzhafte Dreiecksgeschichte zwischen Bader, Enzlin und Vesper und er zeigt die Verwandlung der Gudrun Enzlin. Von einer jungen Idealistin zur radikalisierten Ideologin, die sogar ihre Familie aufgibt. Bernward? Andreas und ich fahren weg. Wenn wir zurückkommen, wohne ich hier nicht mehr. Und wohin geht's? Nach Frankfurt. Für wie lange? Open End, wir werden da was machen. Nein. Nein. Sie ist eben nicht nur die hart-kalt analysierende Politfighterin, sondern sie ist auch eine liebende Mutter, sie ist auch eine Frau, die bis zur eigenen Selbstzerstörung liebt, Bernward Vesper geliebt hat. Und da kommen so viele andere Facetten, die schwer erträglich sind, die eben genau mit der Härte einer späteren Terroristin nicht zusammengehen. Wer, wenn nicht wir? Ein beeindruckendes Porträt von drei Menschen, die an ihrem kompromisslosen Fanatismus zugrunde gehen. Bader und Enzlin im Gefängnis, Vesper in der Welt der Drogen. Warum? Warum jetzt? Weil wir was gecheckt haben. Reden ohne Handeln geht nicht. Weißt du, ich finde ja gut, dass ihr was macht. Man muss was machen. Ich mache auch was. Mehr als Bücher. Ja. Du musst mir Zeit geben. Ich bin nicht so schnell. Geh jetzt. Unsere Shortcuts sind heute so vielseitig wie das Festival selbst. Mit dabei kulinarisches Kino, Ehrenpreisträger Armin Müller-Stahl und eine geballte Ladung junger Talente. Diese Gesichter sollte man sich merken. Einige von ihnen werden das Kino der Zukunft prägen. 350 Regisseure, Cutter, Drehbuchautoren aus der ganzen Welt. Auf dem Berlinale Talent Campus kommt der Filmnachwuchs zusammen. Wenn man Filme macht, will man der Welt etwas sagen, will etwas verändern. Wir haben alle die gleiche Leidenschaft. Filme machen ist Magie. Die neuesten Kameras ausprobieren, an Schnitttechniken feilen. Und Tipps von erfahrenen Kollegen wie Ray Fiennes oder Jurypräsidentin Isabella Rossellini gibt's obendrauf.
Ich bin sprachlos. Sehr inspirierend. Experimentieren. Ohne Druck. Ohne Kompromisse. Und Kontakte knüpfen für den nächsten Film. Der Talentcampus. Die Kreativschmiede der Berlinale. Von hier aus schafften es schon einige in den Wettbewerb. Eine Bärengewinnerin gab es auch schon. Also, Augen auf bei dieser geballten Ladung Talent. Davon hat er so viel, dass es sogar für mehrere Karrieren gereicht hätte. Armin Müller-Stahl. Der Grand Seigneur des deutschen Films wird nun mit dem goldenen Ehrenbären auf der Berlinale ausgezeichnet. Ich muss nicht mehr angeben. Ich will nichts mehr zeigen. Ich möchte, wenn, zum Punkt kommen und der Punkt ist der Inhalt. In der DDR war er einer der gefragtesten Schauspieler, bis er politisch aneckte und eine zweite Karriere im Westen begann. Bis nach Hollywood schaffte er es sogar. Und das mit eher dürftigen Englischkenntnissen. No, no, please, please. You are, wie soll ich sagen, you are my most best customer. Regisseure von Fassbinder bis Jim Jarmusch schwärmten von seiner zurückgenommenen Wucht. Nastarovia. Von seiner Vielseitigkeit. It's not me, Oni. It's not me. I didn't do this. It's not me. I didn't do this to you. I'm not a beast, I'm a father. Preisgekrönter Mime, studierter Musiker, Maler, Schriftsteller. Und mit 80 ist noch lange nicht Schluss. Für mich ist der kreative Vorgang der schönste. Und meine ganze Lebensphilosophie ist nur, jede Arbeit, die ich mache, will ich so gut machen, wie ich kann. Armin Müller-Stahl, ein unaufgeregter Tausendsasser. Nun mit einem Berlinale Ehrenbären im gut gefüllten Preisregal. Dass Filme auch ziemlich lecker sein können, zeigt die Festivalsektion Kulinarisches Kino. 12 Filme über die Sinnlichkeit des Essens und die globale Lebensmittelindustrie. Serviert anschließend mit einem passenden Dinner. Die meisten Leute denken natürlich, es geht hier darum, dass man sich den Bauch vollhaut und isst und trinkt. Aber das ist damit gar nicht gemeint. Wir wollen ganz gerne sagen, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Film und Essen. Und gutes Essen muss ja nicht sehr viel sein. Es muss nur einfach gemacht sein und es muss intelligent gemacht sein. Das ist auch übrigens, was man mit Filmen machen soll. Absoluter Leckerbissen in diesem Jahr? Der Dokumentarfilm Yellow Dreams of Sushi über einen 85-jährigen Sushi-Meister in Tokio. Sein Restaurant liegt in einer U-Bahn-Station, hat nur 10 Plätze und 3 Michelin-Sterne. Die Philosophie hinter den Fischhäppchen? Purismus, Klarheit und Respekt vor dem toten Tier. Jedes Stück ein Kunstwerk. Fürs Auge und für den Gaumen. Schon zum 5. Mal findet das kulinarische Kino nun auf der Berlinale statt. Das einzige A-Festival, das gleichzeitig Appetit macht auf Filme und auf feine Kost. Zehn junge Schauspieler haben es geschafft. Sie sind die Shootingstars der Berlinale, die besten Nachwuchstalente aus ganz Europa. Alexander Fehling ist der deutsche Shootingstar, zu Recht. Denn quasi aus dem Nichts hat er sich an den Kinohimmel katapultiert. Erst mit kleinen, jetzt mit den großen Rollen. Alexander Fehling als Goethe in einem der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahres. Die Prinzipien der allgemeinen Rechtsprechung sind nicht nur kategorisch, sondern auch oder umgekehrt oder beides oder. Auf der Berlinale wird Alexander Fehling für diese Rolle als einer der 10 besten europäischen Nachwuchsschauspieler geehrt. Der Preis nennt sich Shooting Stars Award. Es ist genauso schwer wie der Oscar, habe ich mir gerade sagen lassen, auf das Gramm genau.
Damit will ich aber eigentlich überhaupt nichts sagen. Raus mit dir! Fehling spielt Goethe als jugendlichen Draufgänger. Nicht als Dichterfürst oder Universalgenie, sondern als Popstar der damaligen Zeit. Und so lässt der Schauspieler sich auch in Berlin feiern, als Star. Schließlich ist er auch mit einem Film im Wettbewerb vertreten. Im Geschichtsdrama Wer, wenn nicht wir, spielt er den Terroristen Andreas Bader. Du denkst nur an das Mögliche, das ist dein Fehler. Und so steht der 29-Jährige jetzt im Rampenlicht. Privat ist er eher schüchtern und zurückhaltend. Oh ja, ich meine, es ist nichts Schlimmes daran, schüchtern zu sein, oder? Ich meine, ich freue mich, dass das überhaupt beachtet wird, was ich tue. Und dafür kann man nur dankbar sein. Dafür macht man es ja auch. Und ohne ein Publikum ist, ich meine, ein Schauspieler existiert ja gar nicht, wenn es kein Publikum gibt. Für die Shootingstars bedeutet die Berlinale, sich der internationalen Filmszene zu präsentieren. Fehlings Programm ist deshalb straff organisiert. Zahlreiche Empfänge und dann ist da noch die Presse. Nur für das Eigentliche beim Festival bleibt keine Zeit. Es ist eine Schande, ich will es auch eigentlich gar nicht zugeben, aber ich habe keinen einzigen Film gesehen. Ach, ist furchtbar. Gerade jetzt springen wir von einer Veranstaltung zur anderen und sind kurz auf dem Weg. Und Worte werden nur noch gewechselt, während man rennt. Aber es ist sehr schön. Hello. Hello. Angefangen hat alles 2007 mit dem preisgekrönten Erstlingsfilm Am Ende kommen Touristen. Alexander Fehling spielt einen Zivildienstleistenden im polnischen Oswiecim, besser bekannt unter dem Namen Auschwitz. Hier trifft er auf einen Überlebenden des Holocaust. Hallo, ich wollte ganz kurz sagen... Jüdisch. Wohnen Sie jetzt hier? Ja, ich wohne da drüben. Ich bin auch ein Zivi jetzt. Aus Deutschland? Mhm. Woher aus Deutschland? Berlin. Ich soll mich in nächster Zeit so ein bisschen um Sie kümmern. Immer? Sind Sie ein Diener? Nein. Bereits für diese seine erste Filmrolle erhielt er den Förderpreis des deutschen Films. Danach machte sich der gebürtige Berliner auf der Leinwand trotz zahlreicher Angebote rar. Es geht ja gar nicht mal darum, dass man sagt, das ist mir zu blöd oder so. Und es geht darum, dass man natürlich immer was sucht, wo man sagt, das muss ich probieren oder das ist so ein Bereich, die fragen, passiert was mit mir in diesem Thema oder mit so einer Figur oder es sind Themen, mit denen ich mich auch beschäftige oder Fragen, die ich auch habe. Und da war vorher nichts dabei, sondern so. Und das ist, glaube ich, ist auch dann gar nicht so leicht. Aber ich habe dann versucht, Geduld zu haben. Ich werde dir mal Ihre Filme zeigen. Und die hat sich ausgezahlt in einem kleinen, aber feinen Auftritt als SS-Mann in Quentin Tarantinos Kultstreifen Inglourious Basterds. Glas auf die größte Schauspielerin Deutschlands. Da war ich klar, da war ich total der Kleine. Ich habe mich da auch so gefühlt, habe das aber eigentlich genossen, weil ich so dachte, okay, wer weiß, von mir wird eigentlich, glaube ich, nicht viel erwartet. Mal sehen, das ist irgendwie machbar. Und dann wurde das zu irgendwie eigentlich für mich was Intensiverem, als ich gedacht habe. So. Und dann habe mir Möglichkeiten gegeben und Platz gegeben. Und dann wurde das so eine schöne, kleine Figur mit einer kleinen Geschichte. Lass uns reden! Okay, rede. Ich bin Vater. Mein Sohn wurde heute geboren. In Frankfurt. Vor ungefähr 5 Stunden. Sein Name ist Max. Wir haben hier getrunken und gefeiert. Die anderen haben angefangen zu schießen. Ich bin überhaupt nicht schuld! Zurück auf die Berlinale. Ein internationales Casting-Frühstück für die Shootingstars. Diese Kontaktbörse nennt sich Speed Dating. 5 Minuten beschnuppern mit Filmagenten und weiter zum nächsten. Nicht viel Zeit, um sich zu präsentieren und ein Filmangebot zu ergattern. Ich glaube, dass dann direkt was da rauskommt. Ich glaube, am Ende des Tages, in einem Jahr kommt irgendwas und du kannst gar nicht mehr zuordnen, wo das angefangen hat. Und vielleicht war es hier oder nicht. Aufregende Tage in Berlin. Vielleicht feuern sie die Schauspielkarriere von Alexander Fehling weiter an. Zu wünschen wäre es ihm. Zu unserer 100. Kinosendung verlosen wir heute 100 Jahre deutsche Filmgeschichte.
Auge in Auge heißt dieser Dokumentarfilm, eine Entdeckungsreise durch das deutsche Kino. Große Momente und große Gefühle inklusive. Sie können diese DVD und das Berlinale-Paket mit T-Shirt und Tasche heute gewinnen. Schreiben Sie uns, wie Ihnen unser Berlinale-Special gefallen hat. Vielleicht haben Sie Glück, wir freuen uns über Ihre Geburtstagspost. Hier ist die Adresse: kino@dwworld.de. Wir feiern jetzt noch ein bisschen unser Kinojubiläum, die tollen Filme auf der Berlinale und sehen uns im März wieder. Dann gehen wir die nächsten 100 Kinosendungen an. Ich freue mich schon. Bis dahin. Tschüss.